You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say? Herzlich willkommen zu den Antifa-News an diesem Donnerstag, den 28. Dezember. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird oft dazu genutzt, einen Jahresrückblick zu unternehmen, also Bilanz zu ziehen, zu überlegen, an welchem Punkt wir gerade stehen, was im kommenden Jahr möglicherweise auf uns zukommt. Und für den Themenfokus der Antifa-News fällt so ein Rückblick seit mehreren Jahren nicht unbedingt sehr rosig aus, und das gilt auch für das Jahr 2017. An erster Stelle steht hier sicherlich der Einzug der AfD in den Bundestag, was einer sich neu formierenden Rechten zu neuen finanziellen Mitteln und Strukturen verhilft. Eine solche Entwicklung findet dabei nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Die Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten in Österreich ist nur ein Beispiel. Und diese Entwicklung geht einher mit einem weiteren Anstieg rechter Gewalt, ob unmittelbar oder nur vermittelt in einer Verbindung mit der AfD. Die Statistiken der rechten Gewalttaten schreiben düstere Zahlen. Demgegenüber ist die antifaschistische Bewegung nicht so aufgestellt, wie es nötig wäre. Es scheint eine Art von Desorientierung zu herrschen. Bei allen wichtigen und richtigen Aktivitäten, die es zum Glück gibt, herrscht doch eine gewisse Ratlosigkeit darüber, wie man der Rechtsentwicklung begegnen soll. An einem solchen Punkt ist es nicht verkehrt, eine prinzipielle Begriffsarbeit zu bemühen, also zu analysieren, mit welchem Gegner man es zu tun hat, sich zu fragen, wie sich die aktuelle Entwicklung erklären lässt. Für den Antifaschismus kann das heißen, sich grundlegend mit einem Begriff zu beschäftigen, den man selbst oft verwendet, den Begriff des Faschismus. Wo kommt der Faschismus historisch her? Was meint man, wenn man Faschismus sagt? Und zentral, lassen sich die aktuellen Entwicklungen unter dem Begriff des Faschismus fassen? Den Ansatz einer solchen Begriffsarbeit wollen wir hier gemeinsam mit Gerd Wiegel anstrengen. Gerd Wiegel ist Politologe, er ist Autor der Zeitschrift Marxistische Erneuerung, arbeitet schwerpunktmäßig zur politischen Rechten und er ist Referent für Rechtsextremismus und Antifaschismus für die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Die Ursprünge faschistischer Ideologie lassen sich Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts verorten. Hier gründen sich eine Reihe von Parteien, Gruppen und Verbänden, die einen extremer Nationalismus eint. Es entstehen die Ursprünge der völkischen Ideologie, in der Herrschaft und Ungleichheit mit biologistischer Rasse und Erblehre begründet werden. Diese Gruppierungen sind sich jedoch keineswegs in allen Fragen einig. Sie trennen sich etwa in Bezug auf die Frage, wie sie zur Moderne oder zur Monarchie stehen. Diese Uneinigkeit der extremen Rechten im 19. Jahrhundert veranlasst dazu, in diesem Stadium noch nicht von einer faschistischen Bewegung zu sprechen. Die entsteht erst am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Frage ist, ob man sich die Ideologie anguckt oder die Ausprägung. Ich denke, wenn man sich die Ideologie anguckt und guckt, was am Ende dann zu so etwas wie einer faschistischen Ideologie, die, wie Sie gesagt haben, am Anfang nicht sehr konsistent war, zusammengeführt wurde, dann würde ich sagen, im frühen 20. Jahrhundert, in den 1910er Jahren vielleicht, bildet sich diese Ideologie heraus, wird dann durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs verstärkt und kommt als erstes in Italien dann zu so etwas wie einer kohärenten oder einigermaßen kohärenten politischen Theorie, die sich dann auch in Praxis umsetzt. Die Gründung der faschistischen Partei in Italien, sagen wir es ja, Vorläufer hat, und der Faschismus, der in Italien dann 1922 zur Macht kommt. Also sozusagen eine Herausbildungsphase dieses Faschismus in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und dann auch mal vorangetrieben vor allen Dingen durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt des Faschismus. Die faschistische Bewegung in Europa rekrutiert sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Milieu der Kriegsrückkehrer. Eine ganze Generation junger Menschen hatte die extreme Erfahrung dieses Krieges gemacht, eine Erfahrung, die es vielen verunmöglichte, in ein ziviles gesellschaftliches Leben zurückzukehren. Der Erste Weltkrieg als existenzieller Bruch in der Jugend führt dazu, dass sich viele junge Menschen nach der soldatischen Gemeinschaft des Krieges zurücksehen. Es ist die Kriegserfahrung, aus der heraus die faschistische Bewegung Uniformierung, Kult der Gewalt, Massen- und Führerkult in eine politische Bewegung überführt. Die Führerideologie ist im Faschismus angelegt, weil Geschichte und vorwärtstreibende politische Ideologie vor allen Dingen personalisiert wird, über Personen, über charismatische Personen kanalisiert werden. Das heißt, diese Ausrichtung auf den starken Mann, es sind nur Männer eigentlich im historischen Faschismus, die wir finden, also diese Ausrichtung auf die starke Führerpersönlichkeit, das ist ganz klar, das Anti-Egalitäre, das Antidemokratische, das spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und vor allen Dingen auch der Aktivismus. Der Faschismus ist, glaube ich, da
dadurch gekennzeichnet, dass er diesen Aktivismus, dieses ständige Aktivsein, dieses ständige Zusteuern auf politische Kampagnen, dass das ein ganz zentrales Moment auch der Formierung des Faschismus ist und insofern die Masse hier eine große Rolle spielt. Meistens die Masse nicht als sozusagen demokratischer Masse, die demokratisches Volk, was sich mit der Politik auseinandersetzt, sondern als akklamierende Masse, aber auch als Form von gewalttätig auftretender Masse. Denn die Massenaufmärsche im Faschismus, die drücken ja so etwas auch von einerseits Uniformierung, aber andererseits auch Militanz, Militarisierung aus. Das heißt, das Gewaltphänomen spielt im Faschismus eine große Rolle, die Durchsetzung politischer Ziele mittels Gewalt. Und dafür spielte neben der Führerpersönlichkeit immer auch die Massenorganisation des Faschismus eine wichtige Rolle. Wenn man die Ursprünge des Faschismus betrachtet, fällt auf, dass das soldatische Moment nur ein Aspekt dieser Bewegung ist. Der Faschismus übernimmt auch Elemente aus der historischen Arbeiterbewegung, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Viele Führerpersonen der faschistischen Bewegung waren vorher in der Arbeiterbewegung organisiert, ein Umstand, der nicht unterschlagen werden sollte, auch wenn sich der Faschismus in Abgrenzung zur Arbeiterbewegung definierte. Generell ist der Faschismus eine der stärksten Gegenbewegungen zur historischen Arbeiterbewegung gewesen. Der Faschismus hat, wenn er an der Macht war, immer als erstes die Organisationen der Arbeiterbewegung zerschlagen, die Gewerkschaftsbewegung, die Parteien der Arbeiterbewegung, Sozialdemokratie, Sozialisten, Kommunisten. Das können wir in Italien, das können wir aber auch in Deutschland sehen. Trotzdem ist es richtig, dass sozusagen dieses Verhältnis komplizierter ist, als es auf den ersten Blick erscheint, weil, Sie hatten es richtig gesagt, sowohl einzelne Persönlichkeiten, im italienischen Faschismus Mussolini als erster zu nennen, der Mitglied der Sozialistischen Partei war, vor 1920 natürlich, in den 10er und 20, frühen 20er Jahren, beziehungsweise der Zeit des Ersten Weltkrieges, als aber auch ideologisch der Antikapitalismus dort oder der scheinbare Antikapitalismus dort eine Rolle spielt. Ich glaube, zentral ist der Punkt des Nationalismus, dass bei diesen Leuten, die sich selber eine Zeit lang mal als Linke begriffen haben, der Nationalismus deutlich die Oberhand gewonnen hat und jede Form von Klassenauseinandersetzung überdeckt hat. Die historische Arbeiterbewegung, die ja damals zumindest der Theorie nach auf dem Boden des Internationalismus stand, das wurde über Bord geworfen und die Nation an die Stelle gesetzt als zentraler ideologischer Bezugspunkt. Und mit dieser Setzung der Nation ging immer einher, dass die Bevölkerung, die eigene Nation als homogene Nation begriffen wurde. Das heißt, Klassenunterschiede widersprechen dem Bild des Faschismus fundamental. Unterschiede innerhalb eines Volkes, in Anführungszeichen, darf es und kann es nicht geben. Insofern ist der Klassengegensatz etwas, was der Faschismus in jedem Fall ausschließt, sondern ja gerade die Volksgemeinschaft, wie er es nennt, anstrebt. Und insofern jede Auseinandersetzung, die über hierarchische Unterschiede nach Einkommen, nach Klassen, nach oben und unten unterscheiden, überwinden will und diesen Volkskörper als Ganzen begreift und alle Unterscheidungen dort negiert. Wenn Teile der faschistischen Bewegung historisch aus der Arbeiterbewegung kommen, dann ist hier zentral, dass der Faschismus eine Verschiebung vornimmt. Der israelische Faschismusanalytiker Zev Sternhell weist darauf hin, dass alle historischen Formen des Faschismus durch ihre antimarxistische Haltung gekennzeichnet sind. Dabei tritt an die Stelle der Klasse die Nation. An die Stelle des Klassenkampfs tritt die Selbstbehauptung gegenüber den anderen Nationen. Dafür muss der Faschismus die Klassenunterschiede innerhalb der Nation negieren. Uniformierung und Massenkult spiegeln dies auf der bildlichen Ebene wider. Wer die prinzipielle Ungleichheit der in Nationen geteilten Menschen behaupten will, muss die eigene Gefolgschaft gleich machen. Diese Ideologie der Ungleichheit findet ihre konkrete Ausformung im Rassismus und im Antisemitismus. Welche Stellung Rassismus oder Antisemitismus in der faschistischen Bewegung hat, ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich gewesen, wie etwa der Vergleich zwischen dem deutschen und dem italienischen Faschismus deutlich macht. Zentral ist für den Faschismus, glaube ich, in der Tat die Ideologie der Ungleichheit. Das ist ein zentrales Moment, was alle Faschismen verbindet. Und die drückt sich natürlich über Rassismus, über die Einteilung in höherwertig und minderwertige Menschen, also diese Vorstellung, dass es dort prinzipielle Unterschiede gibt, aus. Richtig ist, dass der Antisemitismus für den Nationalsozialismus in Deutschland eine ganz, ganz zentrale Rolle gehabt hat, die er im italienischen Faschismus so nicht gehabt hat, beziehungsweise erst sehr, sehr viel später bekommen hat. Insofern ist es wichtig zu unterscheiden, es gibt unterschiedliche Formen von Faschismus.
Manche Wissenschaftler sprechen von Normal- und Radikalfaschismus, wenn sie denn den Faschismusbegriff nutzen und sagen, die deutsche Variante war die Radikalvariante des Faschismus. Andere lehnen den Faschismusbegriff bezogen auf den Nationalsozialismus genau deswegen ab, weil sie sagen, die herausgehobene Rolle des Antisemitismus in Deutschland war so groß und unterscheidet auch den Nationalsozialismus vom etwa italienischen Faschismus, dass man es nicht mit dem gleichen Begriff kennzeichnen sollte. Das ist ein Streit, der bis heute anhält. Wenn man aber den Faschismusbegriff nimmt, dann ist, glaube ich, wichtig festzustellen, dass diese Grundlage, diese ideologische Grundlage ähnlich ist, es aber eine unterschiedliche Ausprägung hat. In Italien spielte etwa der Rassismus am Anfang eine viel, viel größere Rolle, was etwas mit den italienischen Kolonien in Afrika zu tun hat, wo diese Form der Ungleichheit dort sehr viel stärker zum Ausdruck kam. Und der Antisemitismus spielt dort erst ab den 30er Jahren, eigentlich ab 1938, eine Rolle, wo dann auch antisemitische Gesetzgebung in Italien Einzug hält, also sehr, sehr viel später, als das in Deutschland der Fall war. Dennoch spielt er dann eine Rolle und auch in Italien hat es natürlich eine Verfolgung gegeben, aber die in ihrer Bedeutung sehr viel anders oder sehr viel schwächer war, als sie in Deutschland gegeben hat. Schon früh haben marxistische Theoretiker versucht, den Faschismus zu analysieren. Anfang des 20. Jahrhunderts war hier die Bonapartismus-Theorie zentral. Der Begriff des Bonapartismus bezieht sich auf einen Text von Karl Marx, der 1852 veröffentlicht worden ist und der den Titel trug »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte«. Marx analysiert dort den Verlauf des Staatsstreichs von Louis Napoleon in Frankreich im Jahr 1851. Als sich im 20. Jahrhundert der Faschismus formierte, nahmen marxistische Theoretiker diese Analyse von Marx zur Hilfe, um den Faschismus begrifflich zu fassen. Marxisten haben vor allen Dingen den Faschismus nicht nur als Ausdruck von Ideologie gesehen, sondern haben immer geguckt, welche Herrschaftsinteressen bedient eigentlich der historische Faschismus? Das heißt, welche Funktion hat er, wenn er an die Macht kommt oder wenn er in die Nähe der Macht kommt? Welche Klassen setzen auf den Faschismus als eine mögliche Lösung für ihre politischen Vorstellungen? Und haben da festgestellt, dass der Faschismus eigentlich überall nur im Bündnis mit der herrschenden Klasse, sprich mit der Bourgeoisie, an die Macht gekommen ist. Das heißt, der Faschismus war immer ein Bündnisprojekt, was nicht eigenständig an die Macht gekommen ist, sondern dann, wenn die herrschende Klasse den Faschismus als eine Option gesehen hat. Und die Bonapartismus-Theorie, auf die Sie hier angespielt haben von Marx, versucht das eben am französischen Beispiel aus dem 19. Jahrhundert deutlich zu machen und sagt im Prinzip, dass damals in Frankreich so eine Art Patt zwischen den Klassen geherrscht hat, dass die herrschende Klasse ihre Macht nicht mehr in dem Sinne aufrechterhalten konnte, wie sie wollte, aber die aufstrebende oder sich im Aufstreben befindende Arbeiterklasse noch nicht in der Lage war, die Machtfrage selber zu stellen. Und das in einer solchen Pattsituation der Faschismus, das heißt eine Herrschaft einer, Marx hat es natürlich nicht Faschismus genannt, aber dass in dieser Situation sich sozusagen die Möglichkeit für die herrschende Klasse ergibt, ihre Macht abzugeben an eine dritte Partei, nenne ich es jetzt mal, die wir dann später Faschismus genannt haben, die später der Faschismus gewesen ist, an eine dritte Partei abzugeben, die die Herrschaft im Sinne dieser herrschenden Klasse ausübt, aber gleichzeitig versucht, Teile der Unterklassen mit einzubeziehen. Und das können wir beim Faschismus auch sehen. Denn der Faschismus hat zwar gegen die Organisationen der Arbeiterklasse regiert und sie massiv unterdrückt, aber er hat es geschafft, sozusagen diese Klassenspaltung zu überwinden, die Volksgemeinschaft zu einem Stück Realität zu machen. Das heißt, auch die Unterklassen, die beherrschenden Unterklassen, einzubinden in dieses Regime. Und das war aus Sicht offensichtlich der Bourgeoisie in der damaligen Zeit eine ganz, ganz wichtige Funktion des Faschismus. Auch eher bürgerliche Faschismusanalytiker wie C.F. Sternhell weisen darauf hin, dass ein wichtiger Bestandteil des Faschismus darin besteht, die Arbeiterklasse in die politische Herrschaft einzubeziehen. An die Stelle der proletarischen Revolution tritt im Faschismus das Bündnis von Kapital und Arbeit, die in der Volksgemeinschaft aufgehen sollen, bei Beibehaltung des Privateigentums. Man kann sagen, dass der Faschismus gerade in dieser Hinsicht Schule gemacht hat. Auch wenn die bürgerlichen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg dies nicht mehr explizit völkisch begründen, sie übernehmen im Laufe der Zeit alle ein wichtiges Element des Faschismus, das Bündnis von Kapital und Arbeit, was nun Sozialpartnerschaft genannt wird. Die frühen marxistischen Theorien des Faschismus werfen einen Fokus darauf, welche Klassen in welcher Weise am Projekt des Faschismus beteiligt sind. Dabei wird immer wieder auf die Rolle des Kleinbürgertums hingewiesen, also jene Klassenfraktion, die nicht ganz eigentumslos ist wie die Arbeiter, sondern durchaus in kleinem Maßstab über Produktionsmittel verfügt. In diesem Sinne also etwas zu verlieren hat.
Eine Klassenfraktion, die gleichzeitig vom Staat abhängig ist und immer darum fürchten muss, die Protegierung durch den Staat zu verlieren. Heute würden wir sagen, kleine und mittlere Unternehmer oder die sogenannten Mittelschichten. Für die Mittelklassen hat der Faschismus vor allen Dingen deswegen Attraktivität gemacht, weil die Mittelklassen sich immer als eine Klasse verstanden haben, die genau zwischen diesen, sage ich mal, beiden Parts der bürgerlichen Gesellschaft sich als eingeklemmt betrachtet haben. Zwischen der Großindustrie, also zwischen dem großen Kapital und dem aufstrebenden Proletariat, was für das frühe 20. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Stichwort Revolution in Russland. Die Frage, verändert sich hier tatsächlich? Was wird die Machtfrage tatsächlich von der Arbeiterklasse gestellt? Und das Kleinbürgertum hat sich immer bedroht gefühlt, natürlich vom aufstrebenden Proletariat. Die Frage, wollen die mir meinen Besitz hier nehmen? Kommt es zu einer generellen politischen Umwälzung? Aber natürlich auch bedroht gefühlt von der Großindustrie, die sozusagen in der Konkurrenz viele dieser kleinen und mittleren Unternehmen quasi in der Konkurrenz zerstört hat. Und insofern hat der Faschismus durch seinen, ich nenne ihn mal Pseudo-Antikapitalismus, die Ausrichtung auch gegen die großen Unternehmen eine Attraktivität für diesen Mittelstand entfaltet und hat für sie sozusagen eine politische Attraktivität gehabt, auf diesen Faschismus als eine mögliche Lösung zu setzen. Frühe marxistische Theorien des Faschismus legen einen Fokus darauf, wie der Faschismus auf Klassenauseinandersetzungen reagiert. Spätere Faschismusanalysen warfen dieser Fokussierung vor, zu kurz zu greifen. Es steht der Vorwurf des Ökonomismus im Raum und insbesondere die Vertreter der kritischen Theorie wiesen darauf hin, dass der Faschismus gerade eine gewisse Eigendynamik der Ideologien beweist, dass der Faschismus also nicht einfach aus den Klassenverhältnissen abgeleitet werden kann. Aus dem Umfeld der kritischen Theorie wird dann der sozialpsychologische Aspekt in der Faschismusanalyse eingeführt. Ich denke, eine umfassende Faschismusanalyse müsste die unterschiedlichen Zugänge in der Tat miteinander verbinden. Richtig ist, dass marxistische Faschismusanalyse eine Verengung erfahren hat, vor allen Dingen eine Dogmatisierung erfahren hat. Ein Stichwort ist immer die berühmt-berüchtigte Dimitrov-Formel, die den Faschismus eben als Element, als Agenten des Großkapitalismus, des Finanzkapitals vor allen Dingen eingeschätzt hat und ihn zu so einer Marionette der herrschenden Klasse, sprich der Kapitalmacht, gemacht hat. Das ist in der Tat eine Verkürzung und negiert die eigenständige Rolle des Faschismus. Denn so wie es richtig ist, dass der Faschismus sagen mithilfe der herrschenden Klasse zur Macht gekommen ist, so richtig ist es aber auch, dass die herrschende Klasse, wenn man denn jetzt mal das Kapital als herrschende Klasse bezeichnen will, sich nicht mehr frei aussuchen konnte, ob es den Faschismus auch wieder loswerden will. In Deutschland kann man das ganz gut sehen, sozusagen die mussten bis in den Untergang, waren sie an diesen Faschismus gebunden, weil die Machtfrage dann geklärt war. Das heißt, um den Faschismus zu erklären, braucht es in der Tat anderer Elemente, die über die reine ökonomische Ableitung hinausgehen. Und da spielen zum Beispiel so etwas wie autoritärer Charakter eine Rolle. Die Frage, welche Attraktivität der Faschismus eigentlich für die Individuen entfaltet, welche Attraktivität diese Massenorganisationen des Faschismus ausmachen, warum die Beherrschten selber ein Regime unterstützen, was ihre Rolle, ihre subalterne Rolle ja nur noch weiter bestätigt und bestärkt. Und das sind Fragen, die nicht allein über ökonomische Ableitung erklärt werden können, so wichtig die aus meiner Sicht sind. Braucht es auf jeden Fall weitere Elemente, um den Faschismus als politische Herrschaftsform zu erklären. Gerd Wiegel hat 2012 gemeinsam mit Guido Speckmann ein Buch in der Reihe Basiswissen des Papyrossa Verlags veröffentlicht. Ein Buch, das den Titel Faschismus trägt. In diesem Buch führen die beiden Autoren 5 Kriterien ein, die ihres Erachtens erfüllt sein müssen, um vom Faschismus sprechen zu können. Diese Kriterien lauten: erstens, zentral ist die Ideologie des völkischen Nationalismus, die mit Konzepten von Ungleichheit einhergeht. Zentral sind dabei Antisemitismus und Rassismus. Zweitens, der Faschismus ist im Kleinbürgertum basiert, das dazu strebt, in der Regierungsphase ein Bündnis mit den traditionellen Eliten aus Kapital, Militär, Bürgertum und Beamtentum einzugehen. Drittens, der Faschismus organisiert sich in einer Massenpartei mit einer starken Führerfigur und begreift Gewalt als Mittel im Umgang mit politischen Gegnern. Viertens, der Faschismus geht oft einher mit einem völkischen Antikapitalismus, wobei er das Prinzip des Privateigentums nicht infrage stellt. Und fünftens, der Faschismus will demokratische Vermittlungsformen durch eine autoritäre Staatsform ersetzen. Nimmt man diese Kriterien zur Grundlage, um faschistische Bewegungen zu bestimmen, dann stellt sich die Frage, lässt sich die aktuelle Entwicklung damit fassen? Handelt es sich bei AfD, Pegida und verwandten Bewegungsteilen um eine faschistische Bewegung?
Ich würde sagen, zur Gänze erfüllt es diese Kategorien nicht. Ich bin ein Vertreter von einer eher engen Definition des Faschismus. Insofern würde ich davor warnen, den Begriff inflationär zu benutzen. Ein Fehler, der in der Linken schon in den 70er Jahren irgendwie häufig gemacht wurde. Das entwertet den Begriff und macht ihn zu so einem Allerweltsbegriff. Dennoch gibt es natürlich in diesen Bewegungen oder Parteien, AfD hatten sie genannt, auch Pegida, Elemente, die wir aus faschistischer Ideologie kennen. Sagen die Frage der Ausgrenzung, des Wir gegen die, der Vorstellung eines homogenen Volkskörpers, der Vorstellung, dass Migration sozusagen eine existenzielle Gefahr für diesen Volkskörper ist. Das sind Elemente, die wir sicherlich auch im historischen Faschismus kennen. Wenn wir aber andere Punkte hinzunehmen, etwa die Frage des organisatorischen Aufbaus der Partei, dann ist die AfD natürlich eine völlig andere Partei, als eine faschistische Partei aufgebaut war. Auch die Führerstrukturen dort sind sicherlich völlig anders. Niemand würde behaupten, dass Frauke Petri oder auch Jörg Meuthen charismatische Führerfiguren sind. Oder auch wenn wir die Frage des Massenanhangs nehmen, dann kann man zwar sagen, Pegida konnte in Anführungszeichen Massen auf die Straße bringen, aber das ist doch etwas völlig anderes als die SA-Massen etwa oder die Squadren in Italien, die auf die Straße gebracht wurden. Das heißt, auch die Frage der Militanz und Gewalt spielte für den Faschismus immer eine Rolle. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Unterscheidung auch nach wie vor im Blick zu haben. Nichtsdestotrotz, ideologische Ansatzpunkte gibt es. Und der rechte Flügel der AfD etwa um Höcke und diese Leute beziehen sich sehr explizit auf theoretische Vorläufer, die wir auch als Vorläufer des historischen Faschismus in Italien etwa ausmachen können. Gerd Wiegel würde zögern, die aktuellen Formen des Rechtspopulismus als Faschismus zu bezeichnen. Anders sieht das der Marburger Ethnologe Felix Riedel. Der sagt, gerade im Bündnis zwischen AfD und Pegida wird faschistische Propaganda betrieben. Auch wenn die diesen Vorwurf selbst immer zurückweisen. Die Forschung kritischer Theorie über faschistische Propaganda sind ja weithin verbreitet oder zugänglich. Das ist von Krakauer totalitäre Propaganda, von Adorno die Studien über die Radiosendung von einem faschistischen Prediger. Also es gibt von Löwenthal auch die Studien zur Propaganda. Es gibt die Erkenntnis schon früh in den USA, dass in demokratisch etablierten Staaten faschistische Bewegungen zwangsläufig eine ganz spezifische Form annehmen, und das ist die des Antifaschismus. Dass man da sagen kann, dass der Gestus, also nicht natürlich qualitativ an Antifaschismus, sondern dass der Gestus von faschistischen Parteien in der Propaganda in demokratisch etablierten Staaten immer ein antifaschistischer Gestus sein wird. Und dass der natürlich sehr leicht zu haben ist mit dem Muster dessen, was man in der Psychoanalyse die konformistische Revolte nennt oder die konformistische Rebellion. Dass man sich bestimmte Randgruppen aussucht, dass man sich Schwächere aussucht, gegen die man tritt, dass man teilweise auch eine Weltverschwörung sich imaginiert, gegen die man vorgeblich rebelliert, dass man aber dahinter vor allem seine eigenen Machtinteressen verschleiert, dass man selbst eben an die Spitze dieser angegriffenen Macht rücken möchte und dass man eigentlich so recht gar nichts hat gegen die Art und Weise, wie das System grundsätzlich eingerichtet ist, nämlich ungerecht und sozialdarwinistisch. Dass man diese Tendenz sogar dann eher noch verstärken möchte. Das ist zunächst einmal das Objektive. Wenn man sich dann konkret die Reden anschaut von, ich habe mich da auf Udo Ulf Kotte konzentriert und spezialisiert, dann ist das eindeutig eine äußerst aggressive faschistische Propaganda, in der systematisch Mensch-Tier-Vergleiche gemacht werden, oder was heißt Vergleiche, in denen Menschen mit Heuschrecken verglichen werden, in denen sie mit Gift verglichen werden. Migranten seien Gift, das man der deutschen Gesellschaft verabreichen würde. Also es gibt eine ganz aggressive Rhetorik, die man ohne weiteres, glaube ich, als faschistisch einstufen kann. Es gibt auch politisch das Modell, dass Pegida sich ja lange scheute, sich als Partei zu etablieren. Das war ja ein paralleler Trend mit der AfD. Inzwischen ist das, denke ich, ziemlich synchronisiert, dass man bei Pegida eben vorherrschend AfD wählt. Das zeigen ja die Studien unter anderem von Lars Geiges, von Stienemark und Frank Walter, dass die AfD da einfach die höchsten Anteile hat und inzwischen wahrscheinlich noch höhere. Damals waren das 47%
Zuspruch für die AfD. Also es gab aber trotzdem eine Unstimmigkeit. Hat man überhaupt etwas gegen alle Parteien? Und das war die Rhetorik, die Propaganda. Man ist gegen alle etablierten Parteien. Man ist im Prinzip gegen das Parteiensystem als solches, was ja in diesem Stichwort Lügenpresse immer wieder aufscheint, was aber auch eben in dieser Illusion aufscheint, man könne in einer sogenannten Nacht der langen Messer eben irgendeine Art von Volksmehrheit herstellen, künstlich herstellen. Man suggeriert ja, man sei eigentlich in der Mehrheit und die Regierung sei undemokratisch. Angela Merkel sei zum Beispiel nur eine illegitime Machtinhaberin, die gegen Volkeswillen verstoße. Ich denke, in so Phrasen lässt sich sehr rasch und sehr einfach nachweisen, das, was sich seit einem Jahrhundert als faschistische Bewegung artikuliert hat, als faschistische Propaganda. Unabhängig davon, ob man die aktuellen Ausformungen des Rechtspopulismus als faschistische Bewegung begreift oder ob man in diesem analytischen Urteil zögert, die politische Rechte befindet sich in einem andauernden Prozess der Modernisierung. Das bedeutet, auch wenn sich in Deutschland und in anderen europäischen Ländern möglicherweise wieder eine starke faschistische Bewegung bildet, sie wird anders auftreten als die historischen Formen des Faschismus. In diesem Sinne kann eine historische Betrachtung des Faschismus nur Anhaltspunkte für die eigene Analyse der Gegenwart liefern. Dazu versuchen wir hier in den Antifa-News immer wieder kleine Beiträge zu leisten. Wir müssen die politische Rechte genau analysieren und untersuchen, wie sie sich zusammensetzt und was sie ausmacht. Das ist eine Voraussetzung dafür, ihr praktisch entgegenzutreten. Diese Praxis wird durch eine gute Analyse letztlich aber auch nicht ersetzt. In diesem Sinne, wir hören uns im neuen Jahr.